Mailand Sanremo, ich glaube, da wissen vielleicht nicht unbedingt auch die absoluten Radfahr-Cracks, dass es sich um ein legendäres Rennen handelt. Und einer aus unserer Region ist sogar mit dabei, aus Kandel, nämlich Pascal Ackermann. Sprinter ist er zuletzt auch unterwegs auf der Route Paris-Nizza und erholte er sich Rang 3. Jetzt geht es auf die 300 Kilometer lange Strecke in Italien. Da will er sich wieder mal von der besten Seite zeigen, wie auch eigentlich allgemein der Radsport. Es gab im Peloton, also im Hauptfeld, immer wieder Doping-Verdachtsfälle, wie schon in den vergangenen Jahren auch immer. Der Ruf hat ja schwer gelitten. Marcel Schreiner ist jetzt wieder im Einsatz. Er hat nämlich mit Pascal Ackermann auch über seine Ziele gesprochen, auch über die Corona-bedingte Blase im Radsport und eben auch über dieses schwierige Thema Doping. Pascal Ackermann, Sie waren jetzt erst vor kurzem beim Paris-Nizza bei der Rundfahrt dabei. Ja, der Zielsprint hat noch nicht ganz so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben, kann ich mir denken. Woran lag es denn? Ja, also die Rennen liefen nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Und klar, heutzutage ist ein Sport so professionell, da darf man sich keine Fehler mehr leisten. Und ich habe noch 2, 3 kleine Fehler gemacht und da muss ich halt jetzt einfach noch dran arbeiten und analysieren, an was es lag. Und von daher müssen wir jetzt nach vorne schauen und dann geht es wieder beim nächsten Rennen von vorne los. Sie haben das nächste Rennen schon angesprochen. Mailand Sanremo ist auch natürlich was Großes im Radsportkalender. Das steht jetzt als nächstes an. Mit was für Erwartungen gehen Sie dann da in dieses Rennen rein? Ja, es ist ein ganz besonderes Rennen. Das ist eines der größten Rennen, das wir im Jahr fahren. Es hat 300 Kilometer. Also ich bin in meinem Leben noch nie 300 Kilometer Radrennen gefahren. Von daher kann ich jetzt nicht mal sagen, wie das am Ende ausgehen wird für mich. So ein langes Rennen, anstrengend natürlich auch. Da ist auch immer die Frage dann, die dann schnell aufkommt beim Radsport, leider immer noch, die Dopingfrage. Ja, wie sieht's aus? Wie geht man damit dann auch als Sportler um? Ja, im Endeffekt muss man sagen, das ändert nichts, ob das Rennen 300 Kilometer ist oder 100 Kilometer. Ein 100 Kilometer Rennen ist genauso hart wie ein 100 Kilometer Rennen. Einfach das Rennen im Gesamten wird anders gefahren. Also die ersten 150, 200 Kilometer sind bei uns jetzt dann dort kein Rennen. Und von daher brauchen wir jetzt, nur weil das Rennen das länger ist oder so, nicht mehr Angst haben. Wir haben regelmäßig unsere Kontrollen und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie viel Kontrollen wir als Sportler haben. Jetzt hat man vielleicht nochmal ein anderes Thema, die Corona-Problematik aktuell. Natürlich darf man jetzt wieder fahren, es ist sicherlich auch ein großes Aufatmen. Wenn wir jetzt unterwegs sind, sind wir komplett in unserer eigenen Blase. Wir verlassen das Hotel nicht, nur zum Radrennen. Wir müssen immer Masken tragen und von daher fühle ich mich sogar, wenn ich auf dem Rennen bin, sicherer wie zu Hause. Wir hoffen, dass Sie in dieser Blase natürlich auch gesund bleiben und dann auch in Italien beim Rennen an sich von den schweren Beinen, die irgendwie ja auch dazugehören zum Radsport, aber zumindest im Großen und Ganzen verschont bleiben und wünschen ein erfolgreiches Rennen. Vielen Dank, Pascal Ackermann. Dankeschön.